Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Direkt Hunger zum Beginn der Folge. Hä? Holzschild? Hölzerner Turmschild? Also es kam ein kleines Update rein, das habe ich gesehen beim Start. Aber da stand eigentlich bloß, dass irgendein Bug in den Einstellungen gefixt wurde. Irgendwas mit der Benutzeroberfläche. Komisch, Holzschild kennen wir doch auch schon. Naja. So, wir nehmen uns das Portal wieder mit. Und ich würde sagen, also hier können wir so oder so nicht weiter, weil hier sind wieder Ebenen. Hier unten kommt ein bisschen dunkler Wald, den könnten wir uns an sich noch angucken. Aber ich hätte Bock, dass wir vielleicht mit dem Boot jetzt hier so rüber düsen. Wo ist die Base? Hier ist unsere Base. Ja, dass wir vielleicht einmal hier so den Bogen machen. Mal gucken, ob wir irgendwas finden, händlermäßig oder nicht. Und wenn nicht, dann bauen wir erstmal wieder ein bisschen weiter. Und dann machen wir uns später nochmal entweder hier in die Richtung auf. Oder keine Ahnung. Vielleicht finden wir ihn auch nie. Irgendwann in Folge 3000 kommt er dann mal, wenn wir schon alles komplett fertig haben. So, also, wir brauchen das Ruder. Das haben wir hier. Hab ich jetzt hier irgendwas vergessen? Nee, ne? Nö, sieht gut aus. Und dann machen wir einmal hier Wände. Oh, hier ist ein Stein. So, na, so ein kleines bisschen noch und dann gerne nach rechts und geradeaus, nach links und geradeaus natürlich. Ey, drück doch nach vorne, was ist hier los? Hä? Hallo? Jetzt. Boah, wir kommen wieder nicht voran, ne? Also irgendwie ist das ein bisschen komisch gemacht. Man wird halt immer so nah am Ufer langsamer, finde ich prinzipiell auch nicht verkehrt. Wenn man halt irgendwo andocken möchte. Aber dass man dann so absolut gar nicht mehr vorwärts kommt, jetzt, ist manchmal irgendwie ein bisschen komisch. So, ich habe gesagt, einmal hier oben lang und wieder nach Hause. Dann haben wir uns zumindest den Südwesten ein bisschen angeguckt. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt, den Händler zu finden. Ich dachte, keine Ahnung, dass man das schon irgendwie in den ersten Folgen schafft. Ach, shit. Jetzt ist aber eh die Frage. Wollen wir das Boot gleich mal reparieren? Ich weiß nicht, ob ich das Ende letzte Folge getan habe. Mir wäre es schon fast lieber, wenn wir das nochmal fix erledigen. Ah, okay. Ging noch. Aber jetzt kann ich mir zumindest sicher sein. Komm, hoch auf die Leiter. Boah, da kommt schon wieder eine kleine Armee. Ich hoffe nur, wir haben uns jetzt nicht festgefahren. Aber ich frage mich, wie man es sonst machen soll. Klar, das hätte man vielleicht sehen können, aber muss ich hier mit 2 km/h durchscheppern, um jede kleine Unebenheit im Boden zu sehen? Wir kommen halt echt nicht mehr vorwärts, ne? Und die machen uns jetzt gleich schön das Boot kaputt. Ach, das ist wieder ein Pech. Was wollt ihr? Geht weg, Augen im Boot. Geht doch weg. Ihr habt keine Chance, das wisst ihr genau. Ach Mann, ey. Wirklich 3 Sekunden Boot gefahren und direkt wieder irgendwo festgehangen. Ich bin einfach nicht gemacht für die hohe See. Und auch nicht für die niedrige See. Komm, wir haben doch sogar voll Rückenwind. Ja, schiebt mich mal an. Kommt. Los. Ach, ich weiß es nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Typen. Ach shit, wir sind zu tief im Wasser. Ich hatte die Hoffnung, ich kann das Boot irgendwie ein bisschen anschieben. Aua. Aber da haben wir irgendwie keine Chance. Dann müssen wir doch wieder drauf. Wenn ich mich jetzt komplett so drehe. Soweit wie es geht. Und dann sage volle Kraft voraus. Mit Rückenwind. Schaffe ich es nicht hier rauszukommen. Obwohl das gar nicht so tief ist. Ich weiß gar nicht, wo wir aufliegen. Auch nicht mit Paddeln. Wenn ich mich noch weiter drehe, vielleicht dann. Es tut mir leid, wir werden wahrscheinlich 18 Minuten der Folge feststecken und 2 Minuten können wir dann noch Boot fahren. Komm schon.
kann mich ja nur drehen. Was soll ich denn sonst noch machen? Und jetzt vorwärts. Come on. Passiert einfach gar nichts mehr. Geil. Abbauen können wir es auch nicht. Da müssen wir es komplett kaputt hauen. Kriege ich es vielleicht jetzt angeschoben? Ey, das hängt echt komplett fest, ne? So kommen wir wieder in dieselbe Ausgangslage wie vorhin. Da vor allem alles schön am Tag, ne? Wenn wir jetzt losfahren, ist gleich wieder Nacht. So, komm, lauf, lauf, lauf. Ein kleines bisschen verschieben wir es, glaube ich, oder? Ich will das jetzt echt nicht kaputt hauen müssen. Mal wir nicht mal eine Axt dabei haben. Ich weiß nicht genau, ob eine Axt besser ist als unser Streitkolben, aber ich habe echt keinen Bock, das kaputt zu hauen. Komm, wir machen jetzt mal so. Das muss doch irgendwie werden. Ja, jetzt wird's doch. Come on. Ja, ich darf bloß nicht mit null Ausdauer hier ins Wasser kommen. Ja, ganz schlecht. So, jetzt sag mir mal bitte, dass das reicht, dass wir wieder vorwärts kommen. Sieht erstmal gut aus. Wir haben's geschafft, ich glaub's nicht. So, jetzt gehen wir... Nee, ich will eigentlich nach rechts. Aber ich fahre jetzt hier erstmal einen großen Bogen. Ah, schon wieder ein Stein. So, wir machen mal ein bisschen langsamer. Damit wir hier nicht wieder irgendwo anecken. So, Wind ist so, ja, mittel. Aua, aua, wir kriegen schon wieder Schaden ohne Ende. Komm, jetzt bleibt nicht wieder irgendwo stecken. Dann sieht das halt auch echt schwer, wo hier höherer Boden ist. Oder niedriges Wasser. So, jetzt sind wir auf Kurs. Ich möchte hier lang mit euch wieder zurück zur Basis. Dann können wir mal noch ein, zwei Folgen bauen und dann gehen wir später halt mal hier drüben den Südosten etwas erkunden. Vielleicht verbirgt er sich ja dort. Vielleicht ist er aber auch einfach hier oben. Ich weiß es nicht. Irgendwann werden wir es erfahren. Haben wir hier irgendwo noch Festland in der Nähe? Hier drüben die Insel? Ist sogar, glaube ich, dunkler Wald, ne? Eigentlich gerade doof, was wir machen. Da drüben kommt auch Insel. Hier ist dann wieder Sumpf. Ah, wollen wetten, der steht bestimmt gerade genau da hinten. Wir hätten einfach nur ein kleines Stück weiter rüber gemusst. Naja, wir scheppern jetzt erstmal geradeaus. Vielleicht treffen wir ja auf irgendeine Insel. Und wenn nicht, dann fahren wir doch hier drüben dann näher am Ufer lang, wenn hier irgendwo noch dunkler Wald sich verbirgt. Guck mal, da drüben ist auf jeden Fall eine Insel. Ich weiß nicht, wollen wir doch noch mal eine Runde zusammen laufen gehen durch den dunklen Wald? Ist das vielleicht doch nicht so die beste Taktik, ist einfach mit dem Boot lang zu scheppern? Weiß halt leider nicht, wie groß dieser 2-Kilometer-Radius ist. Kann halt sein, dass das echt nicht weit ist, dass man da richtig nah am Ufer sein müsste, wenn der hier steht. Kann natürlich auch sein, dass das hier so ein riesen Radius ist. Ist halt irgendwie schwer in Erfahrung zu bringen. Da vorne kommen schon wieder Steine. Naja, wir gehen mal gucken hier drüben. Ist das einfach bloß Insel ohne irgendwas drauf oder hat es einfach noch nicht geladen? Ich sehe noch keine Bäume oder ähnliches. Oder bei unserem Glück sind es bestimmt wieder Ebenen. Oh, guck mal, kleine Insel mit Baum, auch geil. Was ist das? Ah, jetzt. Könnte dunkler Wald sein oder Grasland. Das ist, glaube ich, nur eine ganz kleine Insel. Weiß nicht, kann der auf so kleinen Inseln sein? Es wird ja wahrscheinlich, denke ich mal. Okay, die ist vielleicht doch größer. Wird ja wahrscheinlich irgendwie bei der Welterstellung errechnet, wo der rumjangelt. Ich weiß halt nicht, ob man auch so dolle Pech haben kann. Eine Trollhöhle. Ey, komm, da gehen wir mal gucken. Ah, zack. Shit, shit, shit. Das war wieder richtig dumm. Das war so dumm. Nee, wir haben es... Okay, ich dachte, wir bleiben wieder hängen. Nachdem die letzte Trollhöhle ja einfach mal kompletter Reinfall war, würde ich das gerne nochmal probieren mit euch.
gerade so noch geschafft. Ja, dann docken wir hier mal an. Wir haben noch ein bisschen dunklen Wald. Wir können uns die Trollhöhle mal anschauen. So langsam habe ich es ein bisschen satt, nur auf dem Wasser rumzuscheppern. Halbe Folge ist schon wieder rum. Wir haben gerade mal das kleine Stück hier geschafft. So, ich hoffe mal, da ist einer. Ja, was ich sagen wollte, kann man so tolle Pech haben, dass man einen Seed eingibt, bei dem einfach extrem weit weg der Händler ist. Oh, ey, er kommt raus. Ah nein, dann macht er uns das Boot kaputt. Wir müssen ihn halt ein bisschen ablenken, ne? Ach Menno, ich wollte dich doch drin besuchen, mein Freund. Guck mal, er ist gar nicht böse. Geh mal wieder rein in deine Höhle. Also wohnen die anscheinend wirklich drin und kommen auch immer mal raus. Okay, cool, zu wissen. Deswegen war das letzte Mal keiner drin. Entweder war das der, den wir schon mal getötet hatten. Oder der war halt gerade mal im Wald Pippi oder so. Nee, nee, nee. Hau mal ab mit deinen Steinen. Wir gehen dann trotzdem nochmal in die Höhle reinschauen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man da doch irgendwie eine kleine Schatzkiste findet. Ach, verdammt, die Ausdauer. Kannst dir mal die Fußnägel schneiden. Nimm mal so einen großen Stein, hau mal drauf. Also mit den Steine werfen, das ist echt richtig schlecht. Also wir haben, glaube ich, noch nie einen abgekriegt, weil der immer viel zu schlecht zielt. Jetzt ist er aber ein bisschen Akku hier. Wir könnten mal gucken, ob wir den trotzdem noch geblockt kriegen. Aua. 11,3 Schaden, das geht eigentlich noch. 0,8 Schaden. Also den kriegen wir noch gut geblockt. Also ist so ein Steingolem anscheinend echt heftigst stärker als so ein Troll. Ja, leg dich hin ans Wasser. Guck mal, hast du immer eine schöne Aussicht für den Rest deines Lebens oder deines Todes. Hirsch ist gleich mal baden gegangen. Da vorne ist auch noch einer. Kriegen wir den von hier oder treffe ich da mit dem Boot? Ah, ich bin so gut. Nein, nein, nicht die ganzen Steine einsammeln. Wir müssen eh bald mal nach Hause. Oder wir packen ein bisschen was ins Boot. Das können wir ja erstmal machen. Boah, ich glaube, wir kommen hier schon wieder gar nicht mehr raus. Ne? So, dann packen wir mal das Zeug weg, was wir gerade nicht brauchen. Und gucken nochmal hier in die Höhle rein. Die musste ja jetzt... Die, ach Mann, mein Deutsch, die müsste... Die ist natürlich nicht leer. Die waren hier zu zweit drin, die haben Liebe gemacht. Da kam nämlich schnell raus, hat gehört, draußen ist irgendwas. Hat sie hier gesagt, nein, hat sie hier gesagt, schnell raus, das ist mein Mann. Der darf das nicht mitkriegen, dass wir hier versaute Trollsachen machen. Und da stand er so ganz relaxed davor, er hat mich ja auch erst nicht angegriffen. Stand halt so da wie... Und dann hat er gemerkt, nee, das ist nicht ihr Mann, den können wir auch angreifen. Bam, zack, 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 zack. Nein, jetzt habe ich nicht geblockt, aber selbst dann ist der Schaden nicht enorm. Komm, löst dich auf. Danke. Oh, wieder eine Trophäe, sehr gut. Aber finde ich ein bisschen schade, dass hier bloß gelbe Pilze sind. Eine kleine Schatzkiste für den Aufwand. Hätte ich gerecht gefunden. So, raus mit dir. Krieg ich dich noch? Nö, du hast in dem Moment gecheckt. So, dann würde ich sagen, wir markieren uns hier erstmal kurz die Stelle. Zack, nennen die Boot. Auch wenn es ein Schiff ist. Bloß, dass wir das nicht verlieren. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ein bisschen auf Erkundung, oder? Wie sieht es denn inventartechnisch aus? Wir können noch ein bisschen was ins Boot schmeißen. Zack, 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 zack. Passt ja zum Glück eine ganze Menge rein. Ja, auch die Sachen fürs Portal, obwohl... Nee, die lasse ich mal lieber. Für den Fall der Fälle, dass in der Zwischenzeit irgendeiner unser Boot kaputt macht. Und warum auch immer die Items dann weg sind, ich weiß es nicht. Kann ja passieren, wäre nicht das erste Mal. Dann habe ich lieber doch noch die Items für... Wollte gerade sagen, für ein Portal einstecken, aber die Augen habe ich anscheinend auch weggepackt. So,
auf Erkundung. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen dunkler Wald hier in der Nähe. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Wir werden jetzt hier eine Folge lang rumrennen, beziehungsweise, naja, die Folge ist fast rum, nächste Folge vielleicht noch. Und werden dann wieder traurig nach Hause abziehen. Er wird sich irgendwo verbergen, wo ich den niemals finde. Aber was man dem Spiel erstmal zugute kommen lassen muss, ist, dass wir keine Seeschlange abgekriegt haben. Obwohl wir relativ viel auf dem Ozean und Meer unterwegs waren. Ja, mal gucken, also ich möchte jetzt auch keine Riesenrunde laufen, aber vielleicht einmal so gucken, wie groß die Insel ist und wieder zurück. Ich habe halt echt ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht ganz ausreicht, wenn wir einfach bloß hier mit dem Boot vorbei fahren. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar Blaubeeren und Disteln, können wir eh gebrauchen. Ich weiß gar nicht, Zinn brauchen wir überhaupt noch Zinn? Na gut, die Kronleuchter haben, die waren die aus Bronze oder waren die aus Kupfer? Bin mir gerade nicht ganz sicher, die wir überall an unserer Mauer hingehangen haben. Oder, na ja, gut, so ein paar Bronze-Sachen gibt es schon noch, wo man auch wieder mal Zinn bräuchte. Ich glaube, ich höre einen Troll, so ganz leise. Kann aber auch Paranoia sein. Wo sich die kleinen Biester hier auch manchmal anhören wie ein Troll. Tja, da haben wir das Trollpaar beim Fremdgehen erwischt. So war's. Ich bin mir ganz sicher. Aber hört schon wieder auf. Ist doch nur eine recht kleine Insel. Da vorne kommt noch so ein kleiner Arm. Wo es eigentlich auch doof ist jetzt, hier wieder direkt am Wasser rumzurennen. Dann hätte ich nämlich auch einfach mit dem Boot fahren können. Wir sammeln erstmal ein paar Sachen ein, die wir haben. Dann gucken wir mal, wie groß die Insel ist. Laufen vielleicht noch einmal quer durch. Und dann geht's wieder aufs Boot. Und dann würde ich sagen, machen wir nach Hause. Und oh, was ist denn das Cooles? Ist ja ein richtiges Haus. Hallo. Hallo Nachbar. Ich bin der Neue. Ich wollte einen Kuchen mitbringen. Das ist ja cool. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Denkst du, eine kleine Steinhütte müssten wir früher oder später auch mal noch bauen. Wir könnten uns auch mal noch ein Lagerfeuer hinstellen. Ist hier noch was? Nee, ne? Können wir uns ein Lagerfeuer basteln? Wo ist es denn? Da. Nee, Signalfeuer. 5 Steine haben wir nicht. Warum haben wir keine 5 Steine? 3 Steine? Ja, ich würde sagen, wir bauen uns mal noch fix ein Lagerfeuer, dann können wir uns den Ausgeruht-Skill nochmal holen. Hier wird sich ja hoffentlich irgendwo noch einen Stein finden. Oder 2, perfekt. Bau mal hier ins Haus. Ist ein Steinhaus, passiert nichts. Ach Mist, steht nicht auf dem Boden. Dann machen wir es hier hin. Und ruhen uns nochmal kurz aus. Ja, die scheint, glaube ich, hier schon zu Ende zu sein. Irgendwo hier vorn. Dann laufen wir noch einmal hier auf der Seite wieder rum. Je nachdem, nicht, dass die sich vielleicht hier so voll in die Breite zieht. Ja, und dann geht's wieder nach Hause und ein bisschen weiter bauen. Habe ich gerade echt auch wieder Bock drauf. So, gemütlich 8 Minuten Lagerfeuer lassen wir stehen. Ich glaube, die 5 Steine können wir verschmerzen. Ein paar hübsche Nixen. Ah, es sind echt viele unterwegs. Die würde ich mir aber mal noch holen. Nixenfleisch ist immer gut. Hallo. 3 auf einen Streich. Und es gab nur einen. Das ist ja nett von euch. Klingt auch nichts mehr. Da hinten noch ein kleines Gebäude. Oder sieht das gerade nur so aus? Nö, noch eine kleine Hütte. Gehen wir auch nochmal reingucken. Ah, hier auch. Mensch, hier ist richtig viel. Kriegen wir bestimmt noch eine Bienenkönigin. Nö, hier ist komplett leer. Ja.
Aber der Schaden ist schon krass, wenn wir überlegen, wir können uns von so einem Troll ohne Schild komplett hauen lassen und haben, was waren es, 13 Schaden bekommen. Und dann fällst du hier so ein kleines Stück runter und kriegst 20 Schaden oder so. Das ist schon von der Relation her echt krass. So, wir müssen leider schon wieder Folgenende machen. Wir werden morgen mal noch den Rest der Insel hier erkunden. Ist hier gerade gedampft? Nee, sah nur so aus. Ja, wir werden morgen mal noch den Rest der Insel erkunden. Wahrscheinlich wieder ohne Erfolg. Und dann machen wir nächste Folge wieder nach Hause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.